Da die Verhandlungen bis jetzt ergebnislos verliefen, ging der Kampf um die Inflationsabgeltung am Donnerstag, dem 7. März, in die nächste Runde. Wir waren wieder vor Ort, um unsere Solidarität auszudrücken. Das Angebot, was wir gekriegt haben, hat sich ausgestellt, dass das ein Verlustgeschäft für unsere Mitarbeiter ist. Und mit dem können wir absolut nicht leben. Wir hätten einen Verlust und er will uns ja an das Gaspark-Schema anbinden. Das was ich mir ablehnen. Ich glaube, die Kunden sagen halt, dass das nicht gerecht ist, dass wir die letzten Jahre eigentlich nicht die Inflation halten können. Weil wir arbeiten ziemlich viel Nachtdienst, viel Wochenenden. Denn man hat schon eine gewisse Abgeltung ab. Das ist Personal abgetreten vom Land oder wer immer das bezahlt. Das ist mir meiner Meinung nach eher mithelfen. Und ich freue mich schon, wenn wir jetzt da Richtung Landstraßentiere gehen und unsere Leute und unsere Mitbevölkerung sagen können, dass eigentlich da eine große Ungerechtigkeit passiert, wo auf jeden Fall zum Nachjustieren ist. Ja, ich freue mich auch, dass von unserem Haus so viele da sind. Wir gehen jetzt gemeinsam mit den Brüdern da runter. Da treffen wir dann die Barmherzig, das Krankenhaus, die Elisabethinen. Alle drei Ordensspitäler hielten eine mobile Betriebsversammlung ab und trafen sich am Martin-Luther-Platz. Freunde, was der Kollege Landeshauptmann Büringer gestern am Tisch gelegt hat, ist schlichtweg beschämend. Und was er jetzt so in der Öffentlichkeit darstellen will, als 39-Stunden-Woche, ist in Wahrheit nichts anderes als der Versuch, die Öffentlichkeit mit Blendgranaten in die Irre zu führen. Was eine 39-Stunden-Woche ist, das wissen wir alle und das versteht auch jeder. Da geht es schlichtweg um die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden auf 39 Stunden ohne Kürzung des Gehalts. Und sobald 39 Stunden erreicht sind und wer länger arbeiten muss, dann muss es einen Überstundenzuschlag geben. So einfach ist es. Was wird hingegen vom Landeshauptmann und den Arbeitgebern angeboten? Dieses berühmte Jahresvierzigstel. Bei uns in Wahrheit nur ein Jahresachtervierzigstel, wo kein Mensch von vornherein sich auskennt, was das ungefähr sein soll. Ich versuche es in kurzen Worten nur darzustellen. Es heißt nichts anderes als, für jede vollgearbeitete 40-Stunden-Woche kriegen wir knappe 50 Minuten, nämlich in Wahrheit nur eine Niederstunde, 50 Minuten Zeitausgleich oder Zeitguthaben, die wir unter Umständen irgendwann einmal konsumieren dürfen. In der Praxis läuft es so, je näher es dann gegen Jahresende zugeht, wo eben die Zeitguthaben sich anhäufen, nicht, die über das ganze Jahr entstanden sind, umso mehr Kolleginnen werden dann in Zeitausgleich geschickt, damit sie dieses Guthaben abbauen. Und die wenigen, die dann noch im Dienstbetrieb sind, dürfen es doppelt an das Dreifache hakeln, damit sie das hinkriegen, was normal alle zusammen die volle Besetzung arbeiten müssen. Und es geht so weit, haben sie uns erzählt, dass zu dem Zweck dann sogar Pflegeschülerinnen aus den Schulen geholt werden, damit der Dienstbetrieb überhaupt noch aufrechterhalten bleiben kann. Freunde, das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Das ist eine Verschlechterung zu dem, was wir jetzt haben. Zu dem haben wir ganz klar Nein gesagt und bei dem Nein wird es auch bleiben. Mein Bericht von gestern, die Kollektivvertragsverhandlungen unter Federführung vom Landeshauptmann und und den Geschäftsführern der Ordenskrankenhäuser, das ist mir nicht eingefallen. Es war so, dass der Landeshauptmann ein Angebot vorgelegen hat, das beim ersten Durchschauen eigentlich ziemlich ernüchternd war, wo wir schon gewusst haben, das können wir nicht akzeptieren. Hat sich der Landeshauptmann mit seinen Worten kilometerweit bewegt. Aber es ist keine Schwierigkeit, sich kilometerweit zu bewegen, wenn man ganz, ganz weit unten anfängt. Das Einzige, was er angeboten hat, war Zeitguthaben,
das nicht in Geld umgewandelt werden kann. Es nützt mir nichts, wenn ich am Papier 40 Stunden plus stehen habe, aber im Geldtaschel einfach nicht mehr. Er kommt dann natürlich auch mit der ungeliebten Forderung des Jahresdurchrechnungszeitraumes. Das ist überhaupt nicht drin für uns. Und sein Vergleich, dass das die Gesbach auch hat, ja Maria, braucht eine Stolze drauf. Das ist einer der schlechtesten Durchrechnungszeiträume in ganz Österreich. Mit dem macht er bei uns kein wieder. Bezüglich unserer Rufbereitschaft, und das sollte man sich wirklich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, länger als wie 12 Stunden eine Bereitschaft hat. Das heißt, wenn jemand ab 15 Uhr in Bereitschaft geht, bis nächsten Tag in der Früh, bekommt man jetzt knapp über 50 Euro und nachher würden es effektiv 33 Euro sein. Wenn jemand 4 Bereitschaften hat, dann braucht man nicht überlegen, das sind, und ich glaube, das kann man durchaus an Volksschüler rechnen lassen, dann hat man effektiv 80 Euro weniger im Geldtaschen. Und das ist nicht unsere Sache. Ich glaube, es ist allen wirklich ein Anliegen, dass ihr und eure Familien, da geht es nämlich auch um mehr als wir nur um uns oder um euch, sondern es hängen die überall Leute dran, Kinder, Familien, ja. Und mit dem Geld, was uns die angeboten haben, können wir wirklich nicht zustimmen, ja. Ja, ich sage noch ganz kurz was, lieber Herr Landeshauptmann, wo du auch gerade immer bist. Willst du uns verarschen oder was? Ich bin mir ja nicht ganz sicher, oder hat er schon was organisiert, wenn wir jetzt mir dann zur Billa oder zum Spar gehen, dass da für die Ordensspital-Mitarbeiter schon ein Knopf reserviert ist, 3% oder Inflation weniger, das hat er sicher nicht da. Wir lassen uns nicht verarschen! Viele Gewerkschaftsfunktionäre der Wider- und anderer Fachgewerkschaften sowie Betriebsräte und Beschäftigte anderer Krankenhäuser waren gekommen, um den Beschäftigten der Ordensspitäler den Rücken zu stärken. Wir als FSG Goeth Oberösterreich sind hundertprozentig hinter euch, vor euch. Wir sind solidarisch. Wir unterstützen euch, so gut es geht, bei eurer Forderung zu einem fairen Lohn, zu einer fairen Bezahlung, weil wir in euren Slogan fordert, gute Menschen oder gute Arbeit braucht eine gute Bezahlung. Ich möchte sagen, eine ausgezeichnete Arbeit braucht eine sehr gute Bezahlung. Andererseits ist es schön, wenn man so in die Runde schaut und sieht, wie viele bereit sind, sich um ihre Rechte auch zu wehren. Andererseits tut es weh, dass wir zu diesem Mittel greifen müssen, weil wir uns an sich und ihr euch an sich eine fairere Behandlung verdient hättet. Ich möchte ein paar Sachen nur klarstellen. Erstens, unsere Verhandlungspartner sind die Träger. Und ich erwarte mir von den Trägern ein dementsprechend offensives Auftreten gegenüber der Politik und nicht ein Verstecken hinterm Rockkittel vom Landeshauptmann und von der Landespolitik. Und ich erwarte von der Landespolitik, dass sie den Verhandlungstisch zurückkehrt und einmal ein Angebot legt, wo unterm Strich für euch mehr rauskommt und nicht weniger. Und ich möchte euch ganz herzlich mitteilen, dass wir uns natürlich voll bei eurem Kampf unterstützen. Wir selber haben letztes Jahr 8 Kundgebungen gebraucht und ihr habt jetzt die 2. oder? 3., 4., ich weiß nicht, wie viel ihr schon habt. Aber ihr dürft so lange nicht aufhören, bis das klar ist. Es ist gestern eins ganz klar geworden bei den Verhandlungen. Ein fairer Abschluss am Verhandlungstisch ist nicht möglich. Und wir haben gesagt, okay, wenn ihr es so haben wollt, wenn ihr uns einen Arbeitskampf einzwingt, dann werden wir diesen Arbeitskampf verführen. Die ganze Geschichte ist für uns ja nicht neu. Es ist ja nichts anderes, wie es 2010 war, wie es 2011 war und wie es 2012 war. Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Heuer werden wir nicht gleich beigeben, heuer stehen wir und heuer kämpfen wir. Dass es für euch keine Lohnerhöhung gibt, ist beschämend. Ja, was heißt Lohnerhöhung? Eigentlich nicht einmal die Teuerungsrate wollen sie abgelten. Und das ist noch beschämender. Wenn der Herr Landeshauptmann gestern in einer Presseerklärung gesagt hat, naja, letztendlich handelt es sich auch um Steuergelder.
Na, diese Botschaft ist entbehrlich. Mir ist schon bewusst, dass Sie ja jetzt lieber bei den Patientinnen und Patienten sein würdet und sie dort versorgen und betreuen und gesund pflegen. Aber die Sturheit der Verhandler bringt es mit sich, dass wir heute wieder hier stehen bei einer Betriebsversammlung. Ja, wir von der Betriebsseelsorge haben heute eine Konferenz in Linz und wie wir gehört haben, heute ist Betriebsversammlung, war für uns klar, da sind wir dabei, da wollen wir her. Wir wissen nämlich aus ganz vielen Gesprächen, gemeinsamen Aktionen, Reflexionen, was bei euch Arbeitsalltag ist und mit welch hoher Kompetenz und mit welch hoher Motivation und vor allem hoher Identifikation ihr Tag für Tag gute Arbeit leistet. Ihr, die ihr hier seid und die, die nicht hier sind, weil sie gerade arbeiten und für die ihr heute hier steht. Und ich möchte einen zweiten Satz zitieren, der steht in der Bibel. Da heißt es, vorenthaltener Lohn schreit zum Himmel. Beim Jakobus, im Jakobusbrief. Ihr seid heute da, um eure Stimme zu erheben. Ich wurde ja einige Male gefragt in den vergangenen Tagen, was macht ihr denn da dort bei den Ordenskrankenhäusern? Es gab welche, die glauben tatsächlich, wir gehören nicht hierher. Und dem ist nicht so, denn wenn einem Krankenhaus oder einem Bereich in Oberösterreich wehgetan wird, bluten wir alle. Wir werden sicher nicht zulassen, dass man uns dividiert. Jetzt nicht mehr. Man hat ja sogar versucht zu sagen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden ja nicht verstehen, dass die Kolleginnen und Kollegen im Ordensbereich eine faire Entlohnung bekommen. Wie merkwürdig ist dieser Satz überhaupt, frage ich ja Sie. Natürlich würden wir das verstehen, denn faire Entlohnung für alle Spitalsbedienstete haben wir schon längst verdient. Man versucht das konsequent in Oberösterreich ein Jahr nach dem anderen abzuschaffen. Das habt ihr erlebt, das haben wir erlebt, das haben die Leute, in Kolleginnen und Kollegen im Goethe-Bereich erlebt. Und jetzt sagen wir, jetzt ist Schluss, jetzt nicht mehr, jetzt stellen wir uns auf. Öffentlicher Dienst und Gemeindebedienstete, sprich AKH, sind genau die Gruppen, die im Moment vom LH, vom Landeshauptmann, hergenommen werden, damit wir uns gegeneinander ausspielen lassen. Freunde, das passiert nicht! Viele stellten sich aber während der Kundgebung dieselbe Frage. Was tun, wenn die Arbeitgeber und der Landeshauptmann nicht einlenken? Ja, ich glaube, die große Aufgabe in den nächsten Tagen besteht darin, dass man schafft, den Arbeitskampf der Ohrenspitäler auszuweiten auf die anderen Krankenhäuser in Oberösterreich. Ich bewundere momentan den Arbeitskampf der Ohrenspitäler total, weil sie einfach endlich einmal das Eis gebrochen haben und sagen, dass man eben einen Arbeitskampf und einen Streik in einem Krankenhaus durchführen kann. Und es herrscht auf jeden Fall die Stimmung, zum Beispiel bei mir im AKH, wo ich arbeite, dass man mitkämpfen will. Und jetzt muss man einfach wirklich schauen in die Krankenhäuser, dass man mit den Betriebsräten diskutiert, die einfach Mitarbeiter mit den Betriebsräten diskutieren und sich die Betriebsräte der einzelnen Krankenhäuser zusammen dann Betriebsversammlungen abhalten und so auch den ÖGB auffordern, dass dieser gemeinsame Arbeitskampf aller Krankenhäuser wird. Und zum Beispiel könnte man beginnen mit einer großen Großdemonstration in Linz aller Beschäftigten im Krankenhausbereich. Das wäre ein irrsinniger Durchbruch, weil die stärkste Waffe von Büring ist momentan die, dass er uns noch auseinander dividiert und das momentan nur der Einzelkampf der Ortsspitäler ist. Und dieses Eis gehört durchbrochen. Und für nächste Woche ist auf jeden Fall schon fix, dass wir was planen. Wir werden tun, was nötig ist. Was unsere Kolleginnen und Kollegen verlangen von uns. Es ist genug für alle da. Nur wir haben es nicht. Wir müssen schauen, dass wir es kriegen. Und wie kriegen wir das? Wenn man uns dazu zwingt, dann müssen wir streiken. Und ich wünsche mir, dass dann alles so geschlossen steht, wie es jetzt da seid, wenn wir streiken. Also riecht euch ein und ihr könnt euch den Tag schon im Kalender eintragen. Ihr seid sozusagen fast die Ersten, die das erfahrt. Nächste Woche Mittwoch, am 13. ist ein ganzer Tag Streik in allen Ordensspitälern in Oberösterreich angesagt. Der Gewerkschaft gelang es auch, die Brücke vom Arbeitskampf der Ordensspitäler zum Internationalen Frauentag zu schlagen.
Noch ein Aspekt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Morgen ist Weltfrauentag. So. Gerade in den Gesundheitsberufen sind überwiegend Frauen beschäftigt. Und Österreich ist wahrlich kein Ruhmesplatz bei den Frauengehältern in Bezug zu Männergehältern. 23% unter den Männergehältern sind noch immer die durchschnittlichen Frauengehälter. Aber mit dieser Vorgangsweise, euch keine Teuerungsabgeltung zu geben, wird diese Schere noch größer auseinandergehen. Schämen Sie sich, Herr Landeshauptmann, schämen Sie sich, Arbeitgeber. Das Lied ist 101 Jahre alt und der Kampf geht immer um Brot und Rosen. Gute Arbeitsbedingungen symbolisieren die Rosen und einen fairen, gerechten Lohn symbolisiert das Brot. Ich lade euch ein, dass wir das alle miteinander singen für unseren Kampf. Zusammengehen, geht mit uns ein schöner Tag durch all die dunklen Küchen und wo grau ein Berg so flach beginnt plötzlich die Sonne, unsere arme Welt zu kosen und jeder hört uns singen. Es ist so, wie es da erlebt wurde. Es ist ehrlich, es ist eine Gemeinschaft, die nicht verordnet wird, weil es auch nicht verordnet werden kann. Es geht um die Bedürfnisse der Menschen selber und nicht um das, was sie irgendwer einbüht, dass es sein soll. Es geht um die Haltung, nicht von oben her zu sagen, was gut für jemanden ist, sondern es geht darum, Menschen zu fragen, was sie selbst brauchen, was sie selbst für gut halten, was sie selbst wollen. Das haben wir gemacht. Auf dem Weg gingen wir, auf dem Weg gingen wir weiter und mit auf dem Weg gingen offensichtlich all die, das betrifft auch mit uns. Und deswegen weiß ich, dass wir den Weg zu einem guten End und zu einem guten Ziel führen werden. Wir haben dabei nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen und wir werden auch gewinnen. Danke.